Moin. 6 Uhr. Zeit zum Aufstehen. Kaffee habe ich mir gemacht. Zigarette. Und dann geht's gleich los. Jetzt geht's. Ab in die Kita. Ey, nicht zicken. Psst. Schön lieb sein. So, ist jetzt ungefähr 7:45. Ich werde mich jetzt langsam mal zum Weg zur DM begeben und mir mal ein paar Baldrian-Tropfen holen. So, wir sind jetzt erstmal angekommen. Unserem DM-Markt. Dann werde ich mir das Zeug mal holen jetzt. Und nur mal im Anschluss bei Rewe noch was zu trinken holen. So, hier ist meine Ausbeute. Ist erstmal eingekauft kurz. Scheiß Wetter ist oben drauf noch. Echt schön, Regen, kalt. Mir ist kurz übel, hab zwar schon Joghurt gegessen, aber mir ist so schlecht. Ist ja gut, sei ruhig jetzt. Mal gucken, ob ich noch was essen kann zu Hause. Bis später. So, bin gerade zu Hause wieder angekommen, habe gerade eine Überraschung an meiner Fensterscheibe gehabt im Auto. Da werde ich gleich hinschreiben, das ist wieder ein Grund, da könnte ich mich zu 1800% wieder aufregen. Den werde ich schreiben, dass die von mir keinen Cent kriegen, dann müssen sie mich verklagen, das ist mir scheißegal. Also der Vogel hat mich sogar gesehen, dass ich da gerade hingekommen bin. Der kann mir nicht nach 2 Minuten einfach ein Ding reinschreiben. Das ist mir scheißegal. Es gibt keinen Cent. So. So. Ich habe mir jetzt vorhin, schon ein bisschen länger her jetzt, gleich 2 Stück reingepfiffert. Muss aber sagen, die Dinge helfen mir gar nicht. Muss die ganze Packung fressen. Ich will nicht. Egal, jetzt renne ich auf jeden Fall die ganze Zeit auf und ab, habe die Bußgeldstelle angeschrieben schon mal, habe nochmal dieses Fair-Parken-Scheißding angeschrieben und laufe gerade auf und ab und weiß nicht, was ich tun soll. Na mal schauen. So, ich habe vorhin die Bußgeldstelle angeschrieben jetzt schon, dann habe ich dieses Fair-Parken-Ding da angeschrieben. Ich habe jetzt nochmal Baldrian-Tropfen genommen. So ein 3/4-S-Level, glaube ich. Ist das ekelhaft. Wow. Auf jeden Fall, ich bin immer noch unruhig. Krieg sogar schon einen leichten Schnappatem, weil ich so... Ja, naja, egal. Wofür ich bin, keine Ahnung. Weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Aber ist ja egal. Ja, ich weiß nicht, was ich tun soll die ganze Zeit. Jetzt gucke ich eben noch ein bisschen Nachrichten. Ein bisschen lesen und so. Ja. Mal gucken. Ein leckeres Wetter. Jetzt werde ich meine Zwerge holen. Und habe nochmal ein neues Schrieb aufgesetzt. Für die Bußgeldstelle. Und ja. Hab noch ein bisschen El Bandi geschaut, um meine Laune wieder hochzuheben. Das funktioniert meistens. Und wir hören uns später. So, jetzt habe ich erstmal mein Werkzeug aus dem Auto geholt. Jetzt werde ich versuchen, hier lassen. Was heißt versuchen? Ich werde es auf jeden Fall machen. Die Schublade wieder unten dran zu kriegen. Jetzt habe ich abgebrochen. Na denn, los geht's. So, da ist auch schon wieder dran. Keine 5 Minuten. In dem Gelände. Den ganzen Kram wieder wegpacken. Hier nur die passenden Schrauben rausgesucht. Und dann werde ich das alles wieder verstauen und ja, und dann, na, alles gut? Ja. Sehr schön. Na, Lisha, hast du was gefunden? Nee? Muss du nochmal gucken gehen. Gut, bis später. So, das Problem mit Fair Parken habe ich anscheinend auch jetzt gelöst. Die stornieren das, da muss ich nichts zahlen, das ist schon mal gut. Vielleicht geht's Abendessen. Noch ein bisschen El Bandi gerade eben geguckt. Ja. Meine Großen sind draußen am Spielen. Und wie gesagt, gleich gibt's Abendbrot und dann gucke ich nachher noch einen Film. So, dann bis später. So. Heute Abend habe ich ein bisschen besser gegessen. 2 Teller. Mit Hackfleisch einmal und einmal mit nur Margarine drauf, oft und Nudeln. Jetzt habe ich mir Baldrian nochmal geschmissen. Brauche ich ungefähr so 60, 70 Tropfen, damit es bei mir wirkt. Ja, Frauchen ist gerade am Telefonieren. Und danach gucken wir uns einen Film an.
Ja, ne? So sieht's aus. Sag mal was. Ja, nicht so viel. Nicht so viel. Wir kommen doch alle durcheinander. Immer noch keine Drogen da. Wird auch so bleiben, ne? Wenn man dahinter nicht, dass ich da was angeblich versteckelt habe. Nur trinken. Katze am Fudern. Wo sind die Obelix? Achso, kommt der später, ja? Nach dem PC. Achso. Okay. Gucken Fernsehen die Zwerge und die andere Maus spielt hier Känguru! Stehst ja schon wieder. Findest du besser im Stehen? Was denn? Findest du besser im Stehen? Nein. Warum stehst du dann als? Setz dich doch hin. Okay, so. Es ist jetzt gleich 12 Uhr nachts. Ich werde mich langsam ins Bettchen begeben, weil jetzt mein Hund noch schnell draußen. Ein bisschen mit der Gabi telefoniert und geschrieben. Und jetzt nehme ich nochmal Baldrian. Geh dann aufs Klo. Mach mir noch eine Zigarette. Hab nämlich noch keine da. Und werde mich dann ins Bettchen begeben. Nachdem ich natürlich die Zähne auch noch geputzt habe. So, sehen wir uns morgen wieder. Nächster Tag geschafft.